Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Die Mitglieder des Rettungsteams, die an der Höhlenrettung in der Türkei beteiligt waren, sind am Freitag mit einem Militärflugzeug auf dem internationalen Flughafen Liszt-Ferenc gelandet und damit zu Hause angekommen. Auf der Pressekonferenz nach der Landung sagte der Brigadegeneral, dass die ungarischen Verteidigungskräfte vom ersten Moment des Ersuchens an alles getan hätten, um den Höhlenrettungsdienst bei seiner lebensrettenden Arbeit zu unterstützen. Der ungarische Höhlenrettungsdienst war vor einer Woche in die Türkei aufgebrochen, um einen in Not geratenen amerikanischen Höhlenforscher aus der Morka-Höhle in der Südtürkei in einer Tiefe von 1040 Metern zu retten. Am Donnerstag begann der 5. Demografiegipfel in Budapest. Präsidentin Katalin Novák, Organisatorin der Veranstaltung, bezeichnete es als das größte internationale Forum der familienfreundlichen Kräfte. Am Donnerstag sprachen bei dem Treffen, an dem zahlreiche in- und ausländische Gäste teilnahmen, unter anderem Katalin Novák, der bulgarische Präsident Rumen Radev, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Ministerpräsident Viktor Orban. In ihrer Rede erklärte Giorgia Meloni, dass Italien und Europa derzeit mit einer schweren demografischen Krise konfrontiert sind, die sich in einen Rückgang der Geburtenrate und einer zunehmenden familienfeindlichen Stimmung äußert. Orban stellte die neuen Programme der ungarischen Familienpolitik vor. Die Zeit der billigen Energie ist vorbei. Deshalb hat die Regierung einen großen, langfristigen Plan im Wert von 7.000 Milliarden Forint entwickelt, um die Souveränität im Energiesektor zu fördern, sagte Gábor Cepek, Staatssekretär des Energieministeriums, auf einer von der Ungarischen Nationalbank am Donnerstag in Budapest organisierten Konferenz über grünen Strom. In den nächsten Jahren sollen in Ungarn etwa 1.500 bis 1.700 Megawatt an Gaskraftwerken, Wasserkraftwerken und Wärmepumpenspeicher gebaut werden. Die Vorschriften für die Errichtung von Windkraftanlagen sollen gelockert werden und auch Biogas-Biomasse-Projekte sind geplant. Turkmenistan wird in Kürze eine Botschaft in Ungarn eröffnen und die ungarische Regierung hat eine ähnliche Entscheidung getroffen, kündigte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag in Istanbul an. Auf der Ministertagung der Organisation der Türkstaaten zu Wirtschaft und Handelsfragen sagte der Minister, dass die usbekische Botschaft in Budapest und die ungarische Botschaft in Taschkent in diesem Jahr schon eröffnet wurden. Mit einer Investition von mehr als 1 Milliarde Forint hat die Triton Life Group ein innovatives Netzwerk für Labordiagnostik in Ungarn aufgebaut, teilte der in ungarischem Besitz befindliche private Gesundheitsdienstleister mit. Der Ankündigung zufolge werden die Triton Labs, die eine Technologie von Weltrang nutzen, sowohl dem öffentlichen als auch dem privaten Gesundheitswesen eine breite Palette von diagnostischen und schwer zugänglichen Tests in besonders kurzer Zeit zur Verfügung stellen. Die Zahl der bei dem privaten Gesundheitsdienstleister beschäftigten Ärzte und Mitarbeiter stieg um 40% auf 1157 im Jahr 2022. Am Freitag wird es in Budapest zu Verkehrsbeschränkungen kommen, wie Police.hu berichtet. Die Polizei hat unter Hinweis auf eine Versammlung in einigen Stadtteilen ein Halteverbot und anderen Stellen vorübergehende Sperrungen angeordnet. Bei der Versammlung handelt es sich vermutlich um eine für Freitag angekündigte Studentendemonstration. Aufgrund von Wartungsarbeiten wird die H5 HEV, die S-Bahn, zwischen dem 16. September und dem 1. Oktober in mehreren Phasen ihren Betrieb ändern, teilte das Budapester Verkehrszentrum mit. In einigen Orten werden Ersatzbusse eingesetzt, um den Zugang zu erleichtern. Der internationale Flughafen Liszt-Ferenc in Budapest ist sauber, geräumig und sicher. Dies geht aus einer kürzlich durchgeführten Umfrage hervor. Der Bereich, der nach Ansicht der Befragten am meisten verbessert werden muss, ist die Verbindung zum Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Damit liegt der internationale Flughafen Liszt-Ferenc in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit an 5. Stelle von 20 konkurrierenden Flughäfen. Das Lichtkunstmuseum in Budapest präsentiert in der neuen Ausstellung Superluminal, die am Donnerstag eröffnet wurde, eine Auswahl spektakulärer Werke aus dem ungarischen und internationalen Bereich der Lichtkunst. Superluminal ist ein Versuch, Licht als physikalisches Phänomen in ein anderes Licht zu rücken. Das diesjährige Lecsó-Fest in Székesfehér war am 23. September verspricht wieder eine großartige Veranstaltung zu werden.
Auf der Bühne im Szicsi-Park werden Musik- und Tanzdarbietungen geboten, in den Zelten gibt es eine Vielzahl von Spielen und auf der Kochstelle werden Straßenkünstler mit Musik unterwegs sein. Darüber hinaus gibt es einen Kuchenverkauf für wohltätige Zwecke, einen Flohmarkt auf der Hauptstraße und natürlich viele, viele Lecho-Rezepte zum Kosten. Am Samstag, den 16. September, liegt nicht nur Kerosin in der Luft am Flughafen Balaton. Eines der größten Tuning-Treffen Europas schlägt auf dem Airport-Gelände auf und ruft mit Action-Programmen und großen Konzertprogrammen die Autofans auf den Plan. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag wird es voraussichtlich abwechselnd sonnig und bewölkt sein und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. Am Samstag wird es sonnig mit gelegentlichen Wolken und Schauern im Osten und Nordosten. Nach einem kühlen Morgen sollte sich die Luft bis zum Nachmittag auf 24 bis 29 Grad erwärmen. Am Sonntag und Montag ist es sonnig mit gelegentlichen Bewölkungen und feinzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen könnten am Sonntag 25 bis 30 Grad und am Montag 27 bis 32 Grad Celsius erreichen. Der Wechselkurs liegt heute bei 384 Forint für einen Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.